Ja, vielleicht sollte ich das auch noch erwähnen. Die Dame, wie gesagt, war zum Schluss dann in der Familie Ferstl. Und die Familie Ferstl hat in der Langackergasse 24 in Grinzing das Haus gekauft. Und dort, in diesem Haus, hat sie dieses Tagebuch verfasst. Und das Faszinierende ist, dass dieses Haus heute noch so steht, wie es damals die Dame erlebt hat. Sie beschreibt, wie sie sich zum Beispiel bei Kopfbombenangriffen, die plötzlich gekommen sind, unter einer Kellerstiege in einem Schluch zu schützen versucht hat. Und auch dieser Schluch unter der Kellerstiege ist heute noch erhalten. Und den kann man also sehen. Also ganz Grinzing ist auf der Straße. Entweder kommt man oder geht zum Brunnen im Hof der Post. Bei der Post gab es allerdings nur Wasser, wenn es auch Strom zum Pumpen gab. Und auch dieser war ja häufig unterbrochen, ebenso wie das Gas zum Kochen. Das Zubereiten des kargen Essens erforderte daher Geschick und Fantasie. Gestern haben wir, schreibt Alice Frith, mit Zweigen und Sträuchern ein wenig Heiz- und ein wenig Heizmaterial Feuer im Ofen gemacht und unter großen Schwierigkeiten gelang es uns, einen Topf mit Erdäpfeln das Ofenloch hinunterzulassen. Wunderbar! Wir hatten Kartoffelknödel gezuckert zum Abendessen. Übrigens in dem Tagebuch finden Sie auch genaue Aufzeichnungen der Speisepläne im Krieg und unmittelbar nach Kriegsende. Sie hat das minutiös, was sie zum Frühstück, Mittag, Abendessen, auch sehr, sehr, sehr interessant zu sich nehmen konnte. In diesem eiskalten Winter 1944-45, in dem während der Fliegerangriffe die Fenster geöffnet werden mussten, damit bei einem Bombeneinschlag in der Nähe durch die Druckwelle sie nicht bersten würden, gab es auch praktisch kein Heizmaterial mehr. Und Miss Frith gesteht, wir sollten unsere kleinen Koksreste aufheben, aber dennoch können wir der Versuchung nicht widerstehen, wenigstens ein bisschen zu heizen. Die Schneeräumung musste mit eigener Muskelkraft erledigt werden, und wenn ausnahmsweise einmal geräumt wurde, so kam ein von vier Pferden gezogener Holzpflug. Natürlich waren auch die Lebensmittel rationiert, wobei gegen Kriegsende die Rationen immer weiter und weiter gekürzt wurden. Pro Person und Woche auf schließlich 25 Decker Fleisch, 2 Decker Käse pro Woche, 3 Decker Kaffeeersatz und so weiter. Als Teeersatz, bitte, hier sind noch zwei Sätze vorne. Und ich komme jetzt durch. Als Teeersatz verwendete Ernest Frith übrigens, wie schon während des Ersten Weltkriegs, Brombeerblätter. Sie war ja Engländerin und daher wollte sie Tee oder zumindest Ersatztee trinken. Hier ist noch ein Platz vorne, bitte. Darf ich wirklich vorne? Ja, bitte. Danke. Allerdings gab es diese kargen Rationen oft nur in der Theorie und nicht in der rauen Wirklichkeit. Miss Fritz schildert, gestern Nachmittag habe ich mit einem Bäcker von 2:45 bis 4:45 angestellt. Ein Polizist musste kommen und Ordnung bewahren, da es einen Streit gab, hineinzukommen. Sie sahen so hungrig aus, arme Schlucker. Nachdem ungefähr 50 bedient worden waren, war der Vorrat ausverkauft. Daher bekam ich nichts mehr.